Mati. Oh, es ist schwer. Nee, Sandberg ist eine gute Idee. Das ist schön, ja. Gibt bestimmt Muskelkater. Mhm. Wir müssen mal joggen im Sand. Hab ich schon Angst, du. So. Jetzt haben wir den schönen, angenehmen Sandweg hinter uns gelassen. Jetzt kommt der etwas anspruchsvollere. Genau, jetzt geht es ja mal in die Prärie rein. Juhu! Gefahr von Hundescheiße droht. Und angenehme Tannennadeln. Genau, ah. Hier sind aber auch Dornen, also Achtung. Ja, so ein bisschen Akupunktur und Ameisen. Und Scheiße, ne? Ameisen haben wir auch. Ameisengift soll ja auch gut sein, ne? Therapeutisch. Ja. Ah! Au! Da hat einer seinen dreckigen Grillrost nahm Grillen neben so einen Ameisen drauf und Grill. Und dann macht er das Ding sauber. Erzähl mal, Martin, wann bist du vor wie vielen Jahren oder Monaten zum Barfußlaufen gekommen oder mit Barfußschuhen? Barfußschuhe, die ersten waren die Five Fingers. 5, 6, 7 Jahre. Cool. Habe ich eine Zeit lang wieder ganz aufgehört. Und mit den Wildlingen dann. Das kam letztes Jahr durch Steffi. Das ist das gute Tun. Was fing damit an? Ja, und vor 2 Jahren im Sommer haben wir wieder angefangen. War ich inspiriert durch den Freddy, der war in der Oberstufe, ich in der Unterstufe. Und der hat damit angefangen und da haben wir da mitgemacht. Also ich. Aber immer so bis September, Oktober. Was sich ja jetzt bestimmt ändern wird, oder? Ja, schon, ne? Ja, ich probiere diesmal, ne, wie lange das geht. Also der Freddy hat auch lange, ich glaube bis November oder so. Ja, letztes Jahr war auch ein richtig guter Wind, eine recht milde, gell? Was auch richtig geil ist, auf Moos zu laufen. Oh. Moos ist auch super. Moos. Dieser Sand ist allerdings auch cool, ne? Ja, wenn da keine Tannennadeln dabei sind, ist echt cool. Ein ganz weicher Sand. Wir sind hier auf den Sandbergen unterwegs in Speyer bei der Waldeslust und testen mal so ein bisschen den Boden aus. Denn bei mir ist es so, ich laufe ja gar nicht so richtig barfuß um des Barfußlaufens wegen, sondern meistens um von A nach B zu kommen. Aber heute dachte ich mir, mache ich mal nur barfuß laufen, barfuß gehen. Jetzt bin ich ein halbes Jahr ohne Schuhe unterwegs. Ich merkte echt schon eine riesige Veränderung an den Fußsohlen, aber da ich natürlich keine Hornhaut habe, bin ich nicht gegen alles gefeit. Wird auch wohl nie so sein, weil ich keine Hornhaut möchte. Ja, das ist echt genial. Das Schöne ist, dass du hier ja wirklich 1000 verschiedene Untergründe hast. Hm. Und anscheinend gibt es hier auch Fichten, oder? Sieht so aus. Für was? Da macht er eine so Fichtenharzhalde. So, die ersten Baumbesteigungen dieses Jahr. Wir sehen, das ist schon sehr erfolgreich. Ganz oben ist ein Nest und da gilt es hinzukommen.
auch schon gut. Ja. Und jetzt wie runterkommen? Okay. Ja, springen würde ich nicht. Ich mach mal aus und fang dich auf. Ich habe eben eine wunderschöne Hummel entdeckt. Ich wollte gerade zu meinem Rucksack greifen. Bin etwas erschrocken, weil ich keine Hummel da erwartet habe. Wie süß. Jetzt putzt du sich mal. Mhm. Schön. Magst du auch mal? Kein Wasser dabei. Doch, ich hab dabei. Hast du? Das sind schöne Tiere, ne? Mhm. Ja, komm, geh rüber. Mhm. Riecht anders. Mhm. Ja? Ja? Nein? Cooler Papa. Die kitzeln. Nicht in den Ärmel rein. Pfui. Genau. Nicht in den Ärmel. Wir putzen uns erstmal nochmal. Okay. Jetzt schwur bei dir. Mhm. Ist richtig dick, das Tier, ne? Ich mach mal ein Foto. Ganz dicke gewesen, hier. Futter, ja. Save the nature. Oh yeah. Jeden Tag eine gute Tat. Mindestens. Heute Hummeln füttern. Mega gut. Schlammbad. So, jetzt mal Herausforderung. Ja, der Martin und ich, wir hatten es gerade über Fetischisten. Und ja, weil ich ja so oft höre, irgendwie schöne Füße, tolle Füße. Ich finde die ja nicht so toll. Ich finde sie gepflegt, aber toll jetzt nicht so unbedingt. Aber ist ja wohl Geschmackssache. Ja, und ich glaube, wenn man seine Füße in der Öffentlichkeit zeigt, kriegt man öfter mal irgendwelche Anfragen, egal ob Mann oder Frau. Kriegt dann von Männern oder von Frauen irgendwelche Anfragen, darf ich deine Füße lecken? Darf ich sie massieren? Darf ich sonst irgendwas damit machen? Ziehst du für mich Socken an, die dreckig werden und stinken? Also da habe ich schon Angebote bekommen. Also da könnte man echt... Ja, ja, könnte man echt gut Geld verdienen. Aber ich habe mir das sogar echt mal überlegt. Aber habe ich dann dagegen entschieden, weil mein Bauchgefühl irgendwie gesagt hat, nee, irgendwie kein Bock drauf. Und damit das Füße waschen auch richtig lohnt. Mhm. Wasser ist ja da. Magst du auch mal, Martin? Mhm. Nee. Ich bin heute nicht so auf Matsch. Ne? Schlammkur. Hallo. Ja, ja. Hallo. Gesund, wunderbar. Ja, gell? Wunderbar. Wer? Der Pfarrer Kneip. Kneip, ja, ja. Ja, ja, wir laufen barfuß, ja. Wir machen gerade ein Video für meinen YouTube-Kanal. Sind die Füße noch nicht abgestorben? Nee, gar nee, nicht. Nee. Genau. Er macht das ja schon ein paar Jahre, ich ein halbes Jahr. Das ist immer gewöhnt. Gut, dran, klasse. Das wird tödlich für mich. Ja, da muss man gucken. Ne? Ja, ja. Habe ich aber auch schon zweimal später drin gehabt, ja. Aber das ist
im Endeffekt viel schneller weg, als wenn man Hallux hat und Schmerzen hat oder so durch die Schuhe. Das ist echt viel besser. Ich habe immer kalte Füße gehabt. Das ist was ganz anderes. Das stellt sich so um. Ich bin nie von der Zeitung. Ja, Hocke, hallo. Hallo. Ich habe noch was gelesen. Ja. Aha. Zeitung, Fernseh, Radio. Gut, gut, gut. Dann weiter so. Öfter barfuß laufen. Ja. Wahnsinn. Ja, ja, tschüss. Das war jetzt mal cool. Ja, süße, voll liebe Leute, ne? Ich finde die so in dem Alter, sind die alle total lieb und nett. Und die Alten, die haben noch vollstes Verständnis dafür, weil die das alle mal selber gemacht haben. Das war aus anderen Gründen, ne? Bei Geldversuch und so. Ne? Meine Tochter ist vor ein paar Tagen in der Stadt angesprochen worden. Mhm. Von einem Mann. Meiner, sag mal, darf ich dir mal was fragen? Mhm. Und sie, ja. Bist du die Tochter von der Frau Hocke? Okay. Und sie, ja, warum? Ah ja, ich dachte mir, da läuft jemand barfuß und du siehst sie auch ähnlich. Könnte vielleicht die Tochter sein, war nicht total cool. Ja, das ist auch lustig, ne? So, jetzt sind wir weg von den Sandbergen. Natürlich wollen wir noch ein paar Untergründe austesten. Mal gucken vielleicht, auch mal, ob wir auf den Trimmlichtpfad gehen oder so. Mhm. An den Rhein vielleicht noch. Jetzt laufen wir auf dem festen Boden. Schon diesen Unterschied. Ist auch schon... Kamera die erste, Ton läuft, Klappe. Halt, jetzt. Also, mega cooler Barfußpfad, gerade entdeckt. Geht hier hoch und runter. Selina in der Testphase. Und das Schöne ist, normal, ich bin die Königin der Welt. Ja, genau. Normalerweise ist hier immer Jugendvandalismus, heißt jede Menge Glasscherben und sowas, aber heute alles gut. Sieht schon mega gut aus. Sind gut die Steine? Ja, die gehen gut hier in diese Kuhle rein. Ne? Okay. Oh ja. Schwebebalken für Rentner jetzt. Bestanden. So, ich habe jetzt mal probehalber die Five Fingers angezogen, der Martin auch. Fühlt sich interessant an, weil jeder Zeh in so einer einzelnen Kammer drin ist. Gewöhnungsbedürftig im Vergleich zu Schuhen, aber fühlt sich schon cool an. Man muss natürlich auch die richtige Fußform haben, denn wenn man jetzt zum Beispiel Fußzehen hat, wo der mittlere Zeh, wo der am längsten ist, ist es wahrscheinlich etwas problematisch. Bei mir ist der zweite. Nee, bei mir ist der große Zeh am größten, bei dir ist der zweite. Genau. Ich kenne aber auch welche, wo der mittlere Fußzeh am längsten ist, da wäre das wahrscheinlich etwas problematisch, aber die sind noch flexibel, also ich glaube, die würden sich noch anpassen. Das ist halt gut gegen Scherben, ne? Aber man schaut doch nicht so auf den Boden, also man hat eher Gewissheit, man tritt nirgendwo rein. Ja, genau. Und da würde ich jetzt auch nicht so achtsam laufen wie barfuß zum Beispiel. Merkst du gleich einen Unterschied, aber ich glaube bei allen, ne? Ja, auf jeden Fall.
Wildschwein des Skinners oder so. Wahrscheinlich noch. Nee, aber da passt du auch nicht so auf, erfahrungsgemäß. Nee, ne? Am Anfang war es zwar schon so, wo ich in den Anfängen des Barfuß gehen, aber ja, wenn du irgendwas an den Füßen hast, guckst du nicht mehr so. Mhm. Also wir sind hier im Speyerer Wald, wo es hier den Barfußpfad gibt, auf dem wir eben gerade waren. Auch eine sehr schöne Angelegenheit. Viel zu kurz, finde ich, aber trotzdem angenehm. Was ich cool finde, wenn die Schuhe jetzt zu groß sein sollten, hier hinten gibt es so eine Schlaufe zum Feststellen, weil die sind mir eigentlich zu groß. Aber durch diese Schlaufe geht es echt gut. Also man fühlt trotzdem noch den Untergrund. Verschiedene Steine. Aber es tut nichts weh, also es piekst nichts. Die Sohle ist zwar hart, aber trotzdem noch sehr flexibel. Hast du einen Schlamm? Ich? Nee, ich habe immer so dreckige Füße. So, jetzt sind wir mal am Rhein zum Füße waschen. Weil manche konnten sich ja nicht benehmen, sind im Matsch rumgelaufen. Das ist eine unverschämte Unterstellung. Hier ist es gut 3-4 Grad kälter und windig. Ja. Aber Steine mega cool. Kalt ist auch nicht. Also unten an den Füßen ist es nicht kalt. Ist eigentlich nur der Wind. Und hier vorne liegen auch nicht so viele Glasscherben. Hier liegen auch nicht so viele Glasscherben. Mhm. Aber das ist voll angenehm zu laufen. Ja? Kann man auf jeden Fall als Barfußanfänger auch mal austesten. Kann man sehr empfehlen, ja. Mhm. Natürlich die Schwanen. Spuren dann nicht. Das übliche halt immer. Mehr. Einmal sind sie Hunde, einmal die Schwäne. Hinter uns hören wir den Berichterstatter von Radio Moskau. Oh, ich verstehe dich so schlecht wegen dem Wind. Was ist mit was? Hinter uns läuft der Berichterstatter von Radio Moskau. Wenn wir es übersetzen lassen, sagen die schon, ach Gott, guck die mal an, die spinnen total, die laufen barfuß rum. Bestimmt, ja. Die müssen mal zu uns aus Sibirien kommen. Ich komme mal schon austreiben. Also, was definitiv so ist, egal was für Schuhe, ob Minimalschuhe oder so, ist immer ein ganz anderes Laufen als barfuß. Besonders in Sachen Achtsamkeit. Ohne Schuhe guckst du automatisch viel mehr. Nimmst deinen Körper ganz anders wahr. Ist entspannter. Und egal was für Sohlen du dort unten hast, ist das Gefühl gleich weg. Ne? Also du bist lange nicht mehr so achtsam und guckst lange mehr und läuft ja einfach mal so vor dich hin. Was ja auch praktisch ist. Ich meine, die Schuhe haben ja irgendwelche Leute mal erfunden, die dachten, ach nee, immer diese Verletzungen. Genau. Die schützen ja auf jeden Fall vor irgendwelchen spitzen Gegenständen. Für so Sachen ist es gut. Ja, aber Hundescheiße. Stuhlgang. Hundetreck. Genau. Ne? Ja. Hundestuhlgang. Analausscheidung. Ausscheidung. Glasscherben, ne? Ja, vor allen Dingen Glasscherben. Ja. Und Dornen. Dornen, ganz und Rindenmulch, ehrlich. Mein Erzfeind. Rindenmulch ist blöd, der bleibt sogar an den Fußsohlen kleben. Ja, das ist und, geil. Ja. Und weißt du, was richtig assi ist? Ich war mal auf dem Spielplatz und habe sogar meine Skinners angezogen. Das war in den ersten Wochen des Barfußgehens. Ja. Okay. Und dann bin ich so ganz entspannt eigentlich über diesen Rindenmulchplatz gelaufen. Und da hat sich so ein kleines Scheißerchen direkt durch meine Skinners durchgebohrt. Okay. Also ganz schön unverschämt, dieser Rindenmulch. So. Jetzt gehen wir mal da runter. Und chillen mal da unten. Ja, mega gut hier. Wo ist denn Unsinn? So, jetzt laufen wir unten am Rhein entlang. Da, wo normalerweise das Wasser ist, wenn wir kein Niedrigwasser haben.
Sehr interessant. Sand, Steine, Gras, Muscheln auch teilweise. Und sehr angenehm zu laufen. Müsst ihr echt mal machen. Echt fein. Genau, Speyer ist ja auch so eine schöne Stadt. Viele Sehenswürdigkeiten. Viele Barfußecken. Kriegst du dafür Geld? Ich rede mal mit der Oberbürgermeisterin. Ah ja, mach mal. Ah ja, die Steffi. Viele Grüße an Steffi Seiler von hier aus. Weil wir sind ja doch eine liebenswerte Stadt. Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen, müssen wir auch mal sagen. Richtig, die Badenser kommen ja immer rüber zu uns, gell? Nicht nur am 6. Januar, wenn hier das Chaos ausbricht. Nee, hier ist wirklich schön, hier kann man viel entdecken. Richtig cool, dass man auch richtig guten Halt hat barfuß. Der große Vorteil im Vergleich zu Schuhen, wo man eher ausrutscht. Mhm. Auch wenn viele das Gegenteil behaupten. Da rutscht er aus, gar nicht. Und nee, du merkst ja direkt, wo was aufhört und anfängt. Sehr cool. Wird man direkt wieder zum Kind. Ha, klettern! Und auch hier runterlaufen geht voll cool. Also Leute, lauft mehr barfuß. Eure Füße werden es euch danken. Unter anderem. Was ist da noch gut? Die Wirbelsäule, gell? Für den Rücken ist es auch gut und für die Knie. Und für die Achtsamkeit ist es echt gut, für die Entspannung. Man trifft nette Leute auf Facebook, die man dann auch in Speyer kennenlernt. Ja, nette Senioren, die man aus der Zeitung erkennt. Wir sind halt eine Kleinstadt.